Auf dem Weg zur Steinpyramide von Ruhr Neustift erwartet uns ein gewaltiger Steinblock. Dieser Steinblock trägt Runen. Diese Runen tragen den Schriftzug Heil Bismarck. Er soll von Georg Ritter von Schönerer hier aufgestellt worden sein, zur Verehrung des Reichskanzlers Bismarck. Sie ist wohl das Wahrzeichen des mystischen Waldviertels, die sogenannte Steinpyramide von Oberneustift. Niemand weiß, wer sie erbaut hat und zu welchem Zwecke. Fest steht aber, dass sie an die 2000 Jahre alt sein muss. Das dürfte wieder in die Zeit der uns bekannten Kelten zurückgehen. Waren die Erbauer dieses Bauwerks? Wofür haben sie es genutzt? War dies eine Kultstätte? Die Steinpyramide von Oberneustift hat einen Durchmesser von etwa 16 Metern und ist 7 Meter hoch. Die vier Stufen haben wohl einige versucht schon zu erklimmen und auch der Zahn der Zeit nagt an diesem Kulturobjekt. Unter der Pyramide dürften sich mehrere Wasseradern treffen, was dann wieder für Geomanten von Interesse ist. Diese können hier Energien aufspüren. Es gibt viele Theorien, wozu diese Pyramide hier angelegt worden sein soll. Die einen behaupten, es könnte ein Signalturm sein, an dem ein Leuchtfeuer entzündet wird. Nur, wohin soll das melden? Dann gibt es die Theorie, es gibt vielleicht ein Pendant, eine zweite Pyramide. Auch diese Gerüchte findet man hier wieder im Waldviertel. Auch gehen die Behauptungen um, dass die Freimaurer daran zu schaffen hatten. Diese dementieren aber unentwegt. Eine wilde, aber krude Spekulation besagt auch, dass dies das wahre Grab von Wolfgang Amadeus Mozart sein soll. Wozu es auch immer errichtet wurde, es zieht Menschen aus aller Herren Länder an, die hier Kraft tanken wollen. Ein wahrhaft mysteriöser Ort. Ja, und unweit der bekannten Steinpyramide, auf der anderen Seite des Weges, finden sich wieder einige steinerne Zeugen der Vergangenheit. Es sieht fast aus wie ein Gräberfeld, was man hier vorfindet. Viele große Granitblöcke, die so anmuten, als wären sie einmal ordentlicher hier versorgt gewesen, liegen verstreut durch den ganzen Wald. Au!
Das ist ja wahrlich ein Platz, der zum Verweilen einlädt. Bemooster Granit aus dem Waldviertel.